Herr Knappenschneider, Sie beschäftigen sich auch mit Fake News, Desinformation im Internet. Haben Sie für mich eine Größenordnung? Wie groß ist das Problem? Wie oft passiert das? Bei welchen Themen? Können Sie dazu genaueres sagen? Also wir können das sehr, sehr wohl abschätzen und quantifizieren, welche aktuellen Themen diskutiert und wo die Gefahren oder wo die Skalierbarkeit liegt. Das Problem ist vielmehr, dass wir dann immer reaktiv unterwegs sind. Und wir müssen davon loskommen, zu schauen, was sind denn die eigentlichen Themen, die diskutiert werden, und hin dazu kommen, das, was Herr Laubenthal gesagt hat, wofür. Also die Bevölkerung muss das, wofür tun wir das alles, verstehen und wer macht es, und das Vertrauen dort aufbauen. Mhm. Das Thema öffentliche Meinung ist ein bisschen durch das Aufkommen der sozialen Medien sehr emotionalisiert worden. Das heißt, wir diskutieren selbst immer Fakten. Es gibt genügend Bürger, 60-80%, die sehr gerne bei ARD, ZDF und bei den Tageszeitungen sich informieren. Ich glaube, wir vergessen aber, dass es einen großen und vielleicht auch wachsenden Teil der Bevölkerung gibt, die sich daraus nicht informieren, die auf einer sehr emotionalen Ebene sich für einzelne Themen interessieren und dann sehr anfällig werden für eben die bereits genannten Einfallstore mit feindlicherer Gesinnung. Mhm. Sie haben gerade über eben Gruppen gesprochen, die da besonders gefährdet sind. Was würden Sie denn sagen, was erhöht die Vulnerabilität von Gruppen, von Einzelpersonen? Wer ist empfänglich dafür und warum erreichen wir die Leute nicht mehr mit dem, was wir für wahr halten? Also es sind tatsächlich Menschen, die Politik verdrossen sind, weil sie sich in irgendeiner Form nicht verstanden, nicht beachtet fühlen und die sehr schnell auf jemanden folgen, der vermeintlich ihr Thema bedient. Das geht dann teilweise so weit, dass Verknüpfungen hergestellt werden zwischen Themen, die eigentlich, also aus unserer Sicht, die wir hier diskutieren, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Da kümmert sich eine Fake News, eine Gruppe, um ein ganz bestimmtes Thema, was von der Politik oder von der Gesellschaft nicht so bedient wird, und die Person fühlt sich verstanden und folgt dann dieser Gruppe in ganz andere Themenbereiche, wo man als verständiger, gebildeter Mensch überhaupt nicht versteht, wie man in diese Richtung überhaupt gehen kann. Und das ist sehr getragen von der Emotion. Ich glaube, da müssen wir dann auch noch ansetzen. Da müssen wir nochmal sehen, wie wir die Leute wiedergewinnen. Und da ist auch dieses Wofür und die Schulung gegen solche Bauernfänge, da müssen wir, glaube ich, nochmal ansetzen und nochmal schauen, wie wir da hinkommen. Sie sagen jetzt im Prinzip, das Thema ist gar nicht so wichtig. Es werden Einfallstore gesucht, wo vielleicht bei uns in der öffentlichen Diskussion kognitive Dissonanzen bestehen, wo Zweifel gesät werden, wo eingehakt werden kann und wo versucht wird, die Leute zu fischen. Gehen wir in medias res. Kann man eigentlich noch von unserer öffentlichen Meinung sprechen? Gehört die uns noch? Herr Kiesewetter. Ich denke, dass das ein spannender Wettbewerb ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem so etwas wie Grundwahrheiten gibt. Und die beruhen auf Bildung, auf den Werten der Aufklärung und auch in einem gewissen Grundvertrauen in das, was wir Bildungskanon nennen. Demgegenüber sehen wir ja gerade sehr spannend mit Blick auf Covid, auf die ganze Debatte um Nawalny, quasi in einem Vorfeld zur Bundestagswahl, wie sehr ausgetestet wird, wie unsere Gesellschaft auf falsche Informationen reagiert. Mhm. Und gerade als Abgeordneter erlebe ich, wie wir tatsächlich über Hunderte und jetzt summiert seit einem Jahr über Tausende von Mails Falschinformationen bekommen, die natürlich auch einen Einfluss haben auf unser politisches Verhalten, indem wir nämlich gebündelter reagieren, indem wir versuchen, über das Bundesgesundheitsministerium, über parlamentarische Arbeit, über Aufklärungsarbeit in der Presse den Informationsraum, ich sag's mal so, durch Fakten zu beeinflussen. Hm. Wir sind da, Herr Laubenthal hat das vorhin ja eindrucksvoll dargestellt, in einem Wettbewerb, der Gefahr läuft,
in die Beliebigkeit zu gehen, so nach dem Motto, alle haben gleich Recht, das ist ja Meinungsäußerung. Und das wird von den Gegnern der Meinungsfreiheit dahingehend ausgehebelt, dass sie sagen, alles ist gleich viel wert. Das macht mir Sorgen. Deswegen kommt es auf Aufklärung, auf Bildung an, aber auch, ich sage es mal bewusst, auf klare Kante gegen Fake News. Und welche Akteure sind es? Sie sprachen von unzähligen Mails, die da versuchen, Einfluss zu nehmen. Kann man das bestimmen? Oder ist auch das ein diffuses Geschehen, das sich nicht so klar definieren lässt? Also ich mache Bürgerinnen und Bürgern, die Briefe schreiben, überhaupt keine Vorwürfe. Ich mache Vorwürfe darüber, wie sie sich informieren. Und da müssen wir ansetzen. Am Anfang wurde die Herkunft des Virus diskreditiert. Da wurde gesagt, das sei aus einem chinesischen Labor oder das sei eine Züchtung von Menschen. Dann wurde gesagt, die Tests seien alle falsch. Und jetzt werden quasi die Impfstrategien der Länder diskreditiert oder ausgehebelt. Und das bedeutet also, es ist ein ständiges Vorgehen, das wir leisten müssen. Ich spreche mal ganz gezielt das Vorgehen Chinas mit der Weltgesundheitsorganisation an oder der Trump-Administration mit der Weltgesundheitsorganisation. Also auch der Westen war da nicht ganz frei, glücklicherweise jetzt mit beiden nicht mehr. Aber der zweite Aspekt ist doch tatsächlich, wie über Russia Today und Sputnik, teilweise auch über eine im Bundestag vertretene Partei, hier Falschinformationen verbreitet werden, bis sie widerlegt werden oder die Betroffenen, die das verbreiten, selber an Covid erkranken. Was ja auch im Bundestag sehr häufig vorkam, gerade in der Partei, die das geleugnet hat. Also wir müssen hier ständig Kurs halten und diejenigen, die die Fake News verbreiten, auch benennen.